Es ist. Haben euer Gnaden einen fruchtbaren Arbeitstag gehabt? Oh, danke, danke, danke. Komm, setz er sich, mein Sohn. Na du? Weißt du, Mutti, die halbe Nacht das Klappern der Schreibmaschine? Jetzt schon wieder. Kinder haben ja schließlich auch Nerven. Ja, natürlich, Till. Sicher? Hab die halbe Nacht kein Auge zugemacht. Ja, Till, da will ich dir eines sagen. Wenn du die Augen nicht zumachst, dann brauchst du dich auch nicht zu wundern, wenn du nicht schlafen kannst. Der Witz zieht nicht mehr. Aber was schreibt denn der Vati wie ein Wilder? Er schreibt doch seinen Roman zu Ende. Mensch, Mutti, wenn er dafür einen Literaturpreis kriegt. Till, ich hab dir schon so oft gesagt, es heißt nicht Mensch, Mutti. Entschuldige bitte. Aber wie heißt denn der Titel? Türme. Mensch, Mutti, eine groß... Ach so, entschuldige bitte. Eine großartiger Titel. Eine Wucht. Mhm. Du, jetzt muss ich aber gehen. Ja, ja. Hier. Steck das noch ein. Also, tschüss, Mutti. Krieg ich keinen Kuss heute? So. Gestern war bei uns in der Kneipe eine ganz schöne Schlägerei. Gangster? Ach wo, da hat bloß einer beim Skat falsch bedient. Da ging's los, nicht? War die Polizei da? Sowas regelt mein Vater ganz allein. Mütter, sieh mal unseren neuen Wagen. Toll. Komm, wollen wir nicht mal eine kleine Rundfahrt machen, hä? Ja, ja. So, sag ein, bitteschön. Dollar Schlitten. Heute euch in bestimmt eine rein. Grund gibt's genug. Bist du vielleicht neidisch? Neidisch auf den? Großen Wagen kann jeder fahren. Aber hier, Hubraum im Hirn, darauf kommt's an. Und PS in der Rechten. Irgendwie gibt's heute noch Dresche. Na? Habt ihr gesehen, unser neuer Wagen? Macht 180 Sachen spielend. Hoffentlich ist er auch bezahlt. Keine Angst. Mein Vater ist Direktor. So. Und mein Vater hat gerade einen Literaturpreis bekommen. So. Und mein Vater? Mein Vater. Am Morgen wird der Schenk allein. Der Greis in der zerstörten Halle. Er sucht des Herrn verbranntes Bein. Er sucht sich raus. Halt, was ist denn das? Die letzten Zeilen nochmal. Der Greis in der zerstörten Halle, er sucht des Herrn verbranntes Bein, er sucht zum Grausen Trümmer. Hat man sowas schon gehört? Was machst du aus Ludwig-Uhland-Grossmann? Verbranntes Bein. Aber du die letzte Strophe noch mal. Ludwig-Uhland. Am Morgen irrt der Schenk allein, der Greis in der zerstörten Halle. Er sucht des Herrn verbrannt Gebein, er sucht im grauen Trümmerfall nach den Schenken des Glückes von Edenhall. Ja, danke, gutes Essen. Großherr, wir wollen hoffen, dass dem deutschen Theater mal der einst seine Mitwirkung erspart bleibt. Was? Ich gehe ja auch zur Kripo. Ach so, na ja, dann hast du ja Gelegenheit, verbrannte Beine zu suchen. Was ist denn das schon für ein Unterschied, Bein und Gehbein? Wie ihr ja wisst, findet ein Wettbewerb der Schulen in unserem Bezirk statt. Das heißt also, jeweils zwei Schüler oder Schülerinnen suchen sich ein Thema für einen Aufsatz. Themen sind freigestellt, also eine Gemeinschaftsarbeit, Teamwork. Das beste Paar bekommt ein Diplom und öffentliche Anerkennung. Tja, und nun sucht sich jeder seinen Partner aus. Albert, fang du an. Mit wem willst du schreiben? Mit Britta. Jetzt spielt er wieder den Kavalier. Die Lauser, mit wem willst du schreiben? Mit Kurt Grossmann. Mhm. Na, dabei werden dann wohl die neuen Gebrüder Grimm herauskommen. Herbert, mit wem willst du schreiben? Ich schreibe mit Georg. Weißt du, ich habe auch schon eine tolle Idee. Ja? Mein Vater hat den Literaturpreis.
Was meinst du, was wir für eine Arbeit nehmen? Talent vererbt sich nämlich. Na? Hast du dir die Hände gewaschen? Klar, Mutti. Zeig mal. Oh, wunderbar. Das ist mein großer Junge. Peter, Essen ist fertig. Oh, nein, nein, nein. Gib's hinterher. Was? Vati kann sich wieder von der Schreibmaschine nicht trennen. Peter, das Essen wird kalt. Bin ja schon da. Willst du mehr? Danke schön. Mahlzeit. Mahlzeit. Das sieht aber lecker aus. Darf ich dir Kartoffeln geben? Danke. Oh, entschuldigt, Kinder, aber ich habe ein neues Farbband eingelegt. Nun iss mal tüchtig, Till. Vati, wann kriegst du einen Literaturpreis? Wann krieg ich was, bitte? Na, den Literaturpreis für deinen Roman Türme. Du, an den Türmen, da fehlen noch einige Steine. Mahlzeit. Mahlzeit. Wie lange soll denn das noch dauern? Du schreibst doch schon jede Nacht. Und am Tag gehe ich spazieren, was? Ja. Nee, nee, mein Junge, so einfach ist das nicht. Aber ich glaube, dass ich nächste Woche oder Ende dieser Woche fertig bin. Naja, und den Literaturpreis? Wann kriegst du den? Was hast du denn immer mit dem Literaturpreis? Wir könnten ihn noch gut gebrauchen. Hm? Wozu denn zum Beispiel? Ja, wir könnten uns einen großen Wagen anschaffen. Wir haben doch einen. Nagelneu? Ja, aber Mittelklasse, Vati. Ist doch bloß Mittelklasse. Weißt du, wo dein Vater Literaturpreisträger ist, könnte er uns ruhig ein bisschen unter die Arme greifen. Mein Vater hat gar keinen Literaturpreis. Aber er kriegt ihn bestimmt, wenn der Roman fertig ist. Du hast also nur angegeben mit deinem Vater. Naja, das ist ja nicht so schlimm. Hauptsache, jetzt fällt uns erstmal ein Thema für unseren Aufsatz ein. Den Swimmingpool lasse ich gerade sauber machen. Weißt du, Algen und Blätter und so ein Zeugs. Ah ja, schön habt ihr's hier. In unserem Haus in Ascona, weißt ja, du, das ist... Ja, nicht lieber zum Thema kommen? Na doch, doch. So. Also pass mal auf. Ich schlage vor, in einem Wechselgespräch von den letzten Ferien zu erzählen. Mhm. Du warst doch an der Nordsee, nicht? Ja, auf Borkum. Prima. Ich war in Ascona. Und jetzt schreiben wir das so, als ob wir uns gegenseitig unsere Erlebnisse erzählen. Mhm. Landschaft, Wetter, Hotels und so weiter. Ja, vielleicht gar nicht so schlecht. Gut, fangen wir an. Doch, so fangen wir an. Sag mal, hörst du eigentlich zu? Nö, doch, doch, natürlich. Also nochmal. Unser Thema ist Razzia und handelt von einer Klopperei in der Kneipe. Da kenne ich mich aus. Ja, du, aber ich? Junge, wir machen noch Teamwork. Ich erzähl dir alles und dann du schreibst es dann schnell hin, okay? Ich weiß nicht. Mann, du denk doch nicht immer an den Literaturpreis. So kommen wir doch nicht weiter. Sag mal, wie heißt eigentlich das Ding, das dein Vater gerade schreibt? Türme. Türme? Großartig, dein Vater schreibt einen Krimi? Wieso ein Krimi? Na ja, Türme. Hau ab, verschwinde. Das ist großartig. Das Thema nehmen wir. Das ist unser Thema. Wir schreiben ja nicht bei deinem Vater ab, aber das Thema nehmen wir. Der Titel ist wunderbar. Türme, toll. Na gut. Ja, ich frage auch meinen Onkel Hugo, der ist Kriminalkommissar. Der weiß bestimmt Bescheid. So. Lies mal die Seite vor. Es regnete. Glücklicherweise hatten wir unsere Regenmäntel dabei. Da konnten wir wenigstens spazieren gehen. Das Meer war ganz braun. Was, braun? Ein Meer ist blau, grün oder meinetwegen grau bei schlechtem Wetter. Es war aber braun vom aufgewühlten Sand, jawohl! Sand ist nicht braun, sondern gelb. Braun, wenn er nass ist. Gelb! Was ist denn los? Ich hab genug für heute, deine ewige Meckerei.
Schau mal. Ich schreibe mit Till, damit du es weißt. Du kannst ja mit Kurt weiterschreiben. Na, aber Britta! In welchem Fall würden Sie türmen, Herr Kriminaloberkommissar? Aber Junge, lass doch bloß diesen Kriminaloberkommissar weg. Ich heiße Schumann und bin kurz Onkel Hugo. Ja, Onkel Hugo, aber wann würdest du nur wirklich türmen? Ich türme überhaupt nicht. Ich ziehe mich höchstens zurück. Aber Spaß beiseite. Ihr wollt doch beschreiben, wann ein Junge türmen soll. Wir wollen darüber schreiben, ob Türmen feige ist oder nicht. Das kommt doch ganz auf die Situation an. Sagen wir mal, du fährst mit deinem Fahrrad jemand an. Der fällt um. Du türmst. Und das ist nicht nur feige, das ist sogar sehr mies. Aber wenn du vor einem ausgebrochenen Löwen türmst, dann ist das nicht feige, sondern sehr vernünftig. Aber Onkel Hugo, wo bricht schon mal ein Löwe aus? Kauft einem doch niemand ab, sowas. Aber Kurt, du Kalbsnase, das war nur ein Vergleich. Also, türmt, wenn irgendwo Krawall oder Krach oder Schlägerei ist. Türmt, wenn ein fremder Mann euch in sein Auto einladet. Und türmt, wann's brennt. Da steht er bloß im Weg herum. Schumann. Ja, ich komme sofort rüber, ja. Gut. Also, abschließend, türmt, wenn's brenzlig ist, aber türmt nie, wenn ihr was angestellt habt. Da drüben sitzt auch einer, der ist getürmt. Aber wir hatten ihn sofort. Grüß schön zu Hause, Kurt. Ja. Und lass mich dann diesen preisgekrönten Aufsatz sehen. Ups, diese Beamten, keine Fantasie. Türme, wenn's brennt, das sehe ich mir doch an. Ich hab mir ein paar Notizen gemacht. Findest du den Titel Türme gut? Der ist doch genau richtig. Also gut. Wir fangen heute Abend an. Du bist um 7 bei uns. Schon gegessen oder gibt's was bei euch? Wirst schon nicht verhungern. Du Till, was ist denn los? Du, ich muss dich mal sprechen. So? Worüber? Können wir nicht einen Augenblick drüben in den Park gehen? Bitte, wenn du willst. Na Kurt. Till muss jeden Augenblick kommen. Wie geht's denn zu Hause, Kurt? Ach, gut. Ja. Wo Till nur bleibt. Ja, weiß nicht. Und Karin, dich suche ich ja. Ja, bin hier. Na, was verschafft uns denn die Ehre deines Besuches, Koch? Na ja, Till und ich, wir schreiben doch eine Deutscharbeit, ne? Ah, dann bleibt es jetzt. Der Titel, der steht noch nicht fest. Aufsatz für die Schule? Ja. Und das Thema? Darüber möchte ich jetzt noch nichts sagen. Geheimnis also? Ja, weißt du, je mehr ein Schriftsteller über seine Arbeit redet, desto weniger wird was draus. Also, schweig dich mal ruhig aus. Na, endlich. Namt Mutti, namt Vati. Ach, Kurt, du bist auch schon da? Na ja, komm, jetzt wird geschuftet. Na ja, geht mein Mensch. Tag, Karin. Tag, Peter. Sag mal, wollen wir nicht mit einem Dieb anfangen? Oder wie mein Onkel sagte, mit einem Jungen, der jemand anfährt und dann türmt. Hm? Was meinst du? Du, Kurt. Ja? Kurt, ich will mit Britta schreiben. Sag das nochmal. Ich glaube, ich habe nicht richtig gehört. Was ist mit Britta? Ich will den Aufsatz mit Britta schreiben. Sie hat sich mit Albert verkracht. Du willst mit Britta Türme schreiben? Nein, über ein Ferienerlebnis. Kurt, du könntest doch vielleicht mit Albert schreiben. Mit dem Lackaffen? Du bist wohl verrückt geworden. Der kann seinen Dreck gefälligst alleine schreiben. Und ich werde auch noch was zusammenschustern. So. Soll ich dir sagen, was du bist? Du bist mein Freund gewesen. Na, Herr Kollege, geht's vorwärts? Einen schönen Sohn haben Sie. Wirklich ganz prima. Hey, Kurt! Tja, was du mir da erzählt hast, ist ja alles gut und schön. Na, viel mehr nicht. Aber da kann ich dir nicht helfen, Till.
Da musst du schon selber rauskommen aus der Sache. Du bist doch kein Baby mehr. Was soll ich denn machen, Vati? Du kannst mir doch vielleicht irgendeinen Rat geben. Ja. Den Rat, dass man sich an das hält, was man versprochen hat. Hm. Schmeckt dir nicht, ne? Nee. Naja. Ja, Till! Moin, Mutti. Warum bist du denn schon auf? Ich muss gleich weg, hab noch was zu erledigen. Ja, aber es ist doch erst 7. Wiedersehen, Mutti. Wiedersehen, Till. Wiedersehen. Was sagen. Dann hör doch endlich mal zu, Mensch. Dann schau ja ab, du hast ja keine Ahnung, wie man Stühle stellt. Setz dich. Du hast mir doch keine Vorschriften zu machen. Ich mach dir auch keine Vorschläge. Weiberhild. Aber ich mach dir einen Vorschlag. Da bin ich auch mal gespannt. Ich hab's mir überlegt. Wir schreiben doch zusammen Türme. Dein Charakter hat ganz schöne Löcher, wie ein Netzhemd. Was ist, wenn ich nicht mehr will und die Sache alleine mache? Also, willst du oder willst du nicht? Und was ist mit Britta? Du hast dir doch versprochen, mit ihr zu schreiben. Das lass mal meine Sorge sein. Also, was ist? Schreiben wir es zusammen oder nicht? Okay, wann fangen wir an? Gleich heute Abend. Zu essen kriegen wir was von meiner Mutter. Warum denn erst heute Abend? Warum denn nicht schon nachmittags? Nachmittag? Nachmittags habe ich was vor. Hm. Lies mal vor, laut bitte. Mhm. Also, an diesem Tage regnete es. Glücklicherweise hatten wir unsere Regenmäntel mit, da konnten wir wenigstens spazieren gehen. Das Meer war ganz gelb. Nee, Britta, wenn es regnet oder stürmt, sieht das Meer ganz braun aus. Das ist der Sand. Braun. Stimmt also. Albert hat das gestrichen. Na ja, du als Sohn eines Literaturpreisträgers musst es ja wissen. Na komm, machen wir weiter. Tachchen. Ach, ich möchte dich mal sprechen. Was ist denn? Ich mach's kurz. Britta schreibt doch nicht mehr mit dir. Na und? Aber wir müssen doch ein Teamwork abliefern. Pass auf, Albert. Du schreibst gar nichts. Ich schreibe mit Britta. Naja, und Kurt? Kurt ist doch dein Partner. Mit dem schreibe ich auch. Abends. Pass auf, Albert. Die Arbeit, die Britta abgibt, ist von euch. Klar? Und was willst du dafür haben? Na, nichts. Das ist Betrug, das weißt du. Red doch nicht. Ein bisschen geschummelt. Schadet doch niemand. Na, schön. In Ordnung. Kaffee? Mhm. Mhm. Du, ich wollte eine Tasse Kaffee, aber ich wollte nicht zu essen haben. Eine Tasse Kaffee bekommst du ja auch. Das Brot ist für die Jungs. Danke. Sag mal, bist du noch zu retten? Du kannst doch nicht auf meine Manuskripte. Entschuldige, aber auf die Manuskripte kannst du es wirklich nicht legen. Gott, nein, du kommst. Da fand Erich den Blindgänger. Eine Granate aus dem Krieg. Gerhard rief: Mensch, lass uns stürmen. Wir rannten weg. Erich latschte uns langsam nach. Latschte? Also gut, kam, klingt aber nicht so gut. So. Also, Erich kam uns langsam nach. Ihr Feiglinge, sagte er. Aber wir waren keine Feiglinge, sondern nur vorsichtig. Danach... Na, ihr beiden Schriftsteller, nehmt mal die Hefte weg. So, und nun stärkt euch mal. Aber fürs Schlafen. Für heute ist nämlich Schluss. Och, nicht ach, wir waren gerade mittendrin. Ja, Frau Hauser, er schreibt so eine flotte Füge. Ja, der kriegt bestimmt mal einen Literaturpreis. Hm?
Ist nett von dir, Kurt, aber es ist schon nach 8. Naja, eine Viertelstunde gebe ich euch noch. Aber dann ist wirklich Schluss. Also beeilen wir uns. Peter, für heute hast du aber genug gearbeitet. Das Geklapper am späten Abend. Denk doch an unsere lieben, lieben Nachbarn. Unsere lieben, lieben, lieben Nachbarn. Wer fragt uns denn, ob uns dieses ewige Plattengejaule gefällt? Oh, yeah, 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 yeah. Gefällt dir das? Nein, aber lass sie doch. Jedem Tierchen sein Pläsierchen. Schluss für heute, sonst ist Tag mit meinen Eltern. Mhm. So werden Dichter behandelt. Wilhelm Tell war ein berühmter Freiheitsheld. In welchem Land? Tillhauser. Tillhauser! An Andreas Hofer. In Tirol. Konnte nicht mehr türmen. Tillhauser, was ist los? Schläfst du? Ist dir schlecht? Hofer. Tirol. Verzeihung, Herr Krause, ich... Ja, schon gut. Wenn dir wirklich schlecht ist, kannst du ja nach Hause gehen. Also, in welchem Land? Kurt Grossmann. Wilhelm Tell, Apfelschuss, da war doch sowas mit dem Kaiser, nicht? Ach, hör auf, Grossmann, hör auf, es ist ja entsetzlich. Tillhauser. Du schreibst 4 Seiten über Wilhelm Tell. Dir werde ich das Lachen beibringen. Ach, das noch. Till! Was willst du? Kann ich dich mal einen Augenblick allein sprechen? Allein? Na ja, schön. Entschuldige einen Augenblick. Also, was ist? Den Aufsatz über Wilhelm Tell schreibe ich. Du? Ja, ich. Till, ich weiß, was du jetzt am Hals hast. Also, das mit dem Tell schreibe ich aus unserem Lexikon ab. Mach ein bisschen Klimbim drum. Also, die 4 Seiten kriege ich hin. Schweiz, Eidgenossen, Landvogt, Gessler. Also, morgen früh hast du die Sache, brauchst dann nur noch abzuschreiben. Aber das ist doch Betrug. Das ist allerhöchstens ein bisschen geschuppelt. Also gut. Was wollte denn der Lackaffe von dir? Rede auch nicht so ordinär, Lackaffe. Ein bisschen Lack könnte dir auch nicht schaden. Was ist denn nun los? Das Schönste an der See waren die Konzerte im Strandpavillon. Die Kapelle spielte Walze und noch viele andere Stücke. Moment mal, Konzerte im Strandpavillon? Das musst du ändern, das heißt Orchester. Kapelle stand aber auf dem Plakat. Ist doch egal, Kurorchester. Das klingt doch ganz anders. Ja, schreiben wir Kurorchester. Hier den Dichter. Stärk dich. Danke, mein Schatz. Und bitte das Tablett, ja? Stärk dich. Für die Dichter. Stärkt euch. Danke, Mutti. Danke, Frau Hauser. Tilly ist dein Tell. Schreib ihn ab und der Film ist gelaufen. Hoffentlich kann ich deine Klaue lesen. Na, du machst doch wohl nicht schlapp. Es sind natürlich 2 harte Brocken, aber denk mal an deinen Vater, wie viel der für den Literaturpreis schreiben musste. Ja, natürlich. Ich mach schon nicht schlapp, keine Angst. Du könntest eigentlich mal mitkommen mit mir und meinen Eltern auf die Jagdhütte. Also ganz groß, sag ich dir. Und Kurt? Der kommt doch gar nicht in Frage. Na, dann geh mal alleine deine Böcke schießen. Übrigens, Dankeschön für den Tell. Bitte.
Also wo waren wir? Wie der fremde Mann den Jungen in das Auto locken will? Fremder Mann? Ins Auto locken? Was soll denn das? Ach, entschuldige. Ist ja völliger Blödsinn. Also lies mal vor, was du hast. Und als der Mann mit dem großen Wagen Fred zum Mitfahren einlädt... Einladen wollte. Einladen wollte. Laden wollte... Mit zwei L. Mit zwei L türmte er. Aber komme, er merkte sich die Nummer des Wagens ganz genau. Bis dahin sind wir. Du, ich glaube, dass wir heute noch fertig werden, nicht? 88. Die Frau eines Schriftstellers zu sein, 88. Ist wirklich Ach, Vorsicht. Ziemlich kompliziert. 88. Aber drei Schriftsteller im Haus, das ist wirklich ein bisschen viel. 88. Du bist schon ein geplagtes Wesen, nicht? Also schwer mit uns. Ja. 88. Aber ich kann dich trösten, nur heute werde ich fertig. Und dann habe ich wieder ein bisschen Zeit für dich. 88. Schön. Du, Peter, ich mach mir Sorgen, es ist schon 9 Uhr. Die Jungs sitzen immer noch. Willst du nicht mal bei Grossmanns anrufen? Ja, das kann ich tun. Bist du mal so lieb und legst dir weiter aus. Ist nicht mehr viel, 200 Seiten nur noch. Nur noch 200 Seiten, ja. Danke dir schön. Bitte schön, Peter. 89 bitte. Nein, es ist schon 90, entschuldige bitte. Fertig. Türme steht. Komm jetzt in die Küche. Ein Schluck Kakao wird doch da sein. Du, Till, seien wir doch mal ehrlich. Du hast doch die meiste Arbeit gemacht, nicht? Ohne dich und deine Fachkenntnisse hätte ich Türme nie zusammengekriegt. Wirklich nicht? Wirklich nicht. Ehrenwort. Komm jetzt. Gut, nicht? Ach, sehr schön. Das war eine harte Arbeit für dich, nicht? Bin froh, dass ich fertig bin, du. Langsam. Wir sind fertig. Fix und fertig, Herr Hauser. Oh, aber ganz schön spät. Oh. Hier. Na? Was habt ihr denn Schönes geschrieben? Ein Aufsatz. Türme. Türme? Wie seid ihr denn darauf gekommen? Na, Mutti hat mir den Titel von deinem neuen Roman gesagt. Ja, der Titel ist wirklich ganz prima. Wir haben uns ihn einfach geklaut, nicht? Wir dachten, wenn Sie einen Krimi schreiben können, dann können wir es doch auch, ne? Ich habe einen Krimi geschrieben. Na ja? Natürlich. Na, wusstest du das? Nein. Tu ich auch nicht. Das ist aber herrlich. Oh, ihr seid schon Mädchen. So, fertig. Ich fehl bloß noch einen Titel. Fällt dir was ein? Unsere Ferien. Nö, gefällt mir nicht. Hab's gleich. Sommer zwischen Felsen und Düne. Na? Prima. Ganz prima. Morgen werden die Arbeiten abgegeben. Kannst dir ruhig noch ein Stück Kuchen bestellen. Ich habe eine Klasse voll von Dichtern und Denkern. Wir haben beide erste Preise im Bezirkswettbewerb erhalten. Mario, Till, du hast deine Strafarbeit über Wilhelm Tell gut gemacht. Nur ist dir da ein kleiner Fehler unterlaufen. Du verlegst die Apfelschussszene nach Altdorf. Hier steht auf einer Wiese bei Altdorf. Wie soll ich das verstehen? Herr Krause, da muss ich mich verschrieben haben. Der Apfelschuss war in Uri. In Uri? So, so. Ja, den Landvogt Gessler bezeichnest du als Reichsvogt. Was soll das bedeuten? Ein Schreibfehler, Herr Krause. Ein Schreibfehler? So, so. Ja, ja. Also, Till, die Apfelschussszene fand nicht in Uri statt, sondern sie fand in Altdorf statt, wie es hier geschrieben steht. Und der böse Herr Gessler war in der Tat Reichsvogt. Wie es hier steht. Herr Krause, ich habe den Tell gar nicht geschrieben. Sicher nicht.
Das hat Schiller schon für dich besorgt. Ich will wissen, wer diese Arbeit über Wilhelm Tell geschrieben hat. Albert. Ach, unter dem originellen Decknamen Till Hauser. Über den Fall sprechen wir später. Kommen wir zu erfreulicherem. Den zweiten Preis im Bezirkswettbewerb haben erhalten Britta und Albert für ihren wohlgelungenen Aufsatz zwischen Gletscher und Düne. Lebhaft erzählt, gut formuliert und vor allem ein fast literarischer Titel. Britta, welches ist das markanteste Bauwerk auf der Insel Van Hoog? Der Westturm. Richtig. Und zu welcher Inselgruppe gehört Van Hoog? Zu den ostfriesischen Inseln. Danke. Setzen. Albert, du wahres Wunder an Fleiß und Wissen. Du hast ja den Gletscherteil geschrieben. Du schreibst hier sehr anschaulich vom Rhone-Gletscher. In seiner nächsten Umgebung finden wir drei große Alpenpässe. Als da sind? Gleich drei? Ja, ja. Das hast du hier ja aufgezeichnet. Ja. Herr Krause. Grimsel, Furka, Simplon. Herr Krause, ich hab den Aufsatz gar nicht geschrieben. Natürlich nicht. Den hat Till Hauser geschrieben. Er war ja mit seinen Eltern in der Schweiz. Du warst mit deinen Eltern im vergangenen Jahr in Italien. Ein Lehrer Herrschaften merkt sich nämlich zuweilen auch etwas. Auch darüber reden wir noch. Den ersten Preis im Bezirkswettbewerb hat die Arbeit Türme bekommen. Gut und sauber geschrieben. Teilweise richtig spannend. Und sie hat zudem vernünftige erzieherische Werte neben ihrer kriminalistischen Ausdrucksweise. Till Hauser, Kurt Grossmann. Oder sind hier etwa die Herren Autoren auch nicht die, deren Namen auf dem Heft stehen? Das ist alles von uns, Herr Krause, wirklich. Alles. Na schön. Die Arbeit ist gut, aber der Titel ist doch etwas verfehlt. Türme. Wir wollen ihn ändern in Hüte dich oder Pass auf. Jedenfalls möchte ich nach dem Unterricht Till, Kurt, Britta und Albert im Lehrerzimmer sehen. Ja, Herrschaften, ich überlege mir allen Ernstes, ob ich die eingereichten Arbeiten nicht wieder zurückziehen soll. Also Kinder, ich habe die ganze Sache doch sofort durchschaut. Haltet ihr euren Lehrer für so dumm, dass er diese Schummelei nicht merkt? Hinter eins bin ich allerdings nicht gekommen. Warum habt ihr das gemacht? Also es war so, Herr Krause. Albert und ich werden uns verzaubt. Und da hatte ich niemanden, mit dem ich schreiben konnte. Und da hat es Till übernommen. Und Albert hat für Till die Strafaufgabe geschrieben. Ihr habt also gemeinschaftlich einen Betrug begangen. Falsche Namen eingesetzt, Lehrer, Schulrat, Prüfungsausschuss, arglistig getäuscht, alles strafbare Handlungen. Nee, Herr Krause, da kenne ich mich aus. Ich gehe ja später zur Kripo. Wir sind ja noch strafunmündig. Und was meint ihr, soll ich dem Schulrat sagen? Na, die Wahrheit, Herr Krause. Und wenn ihr den Preis nicht bekommt? Ich glaube, der Preis ist uns nicht so wichtig, Herr Krause. Hauptsache ist doch, dass jetzt alles klar ist. Oder? Na schön, dann werde ich mit dem Schulrat sprechen und die Sache in Ordnung bringen. Danke. Vielen Dank, Herr Krause. Es ist Ihr Verdienst, dass all diese Persönlichkeiten, Dichter, Philosophen, Staatsmänner, unter einem neuen Gesichtspunkt eingeordnet werden. Die Arbeit ist ausgezeichnet. Gratuliere. Danke sehr. Vom Pockengesicht und die Straße liegt im Dunkeln. In das Klirren der zerschossenen Laternen quietschen die Reifen eines heranbrausenden Wagens. Vati Thoma hat den ersten Preis gemacht. Kommt vielleicht in die Schülerzeitung. Dein Roman? Gegendruck! Ja, Pockengesicht verkriecht sich in einen Kellereingang und erzielt.
Plötzlich ein ohrenbetäubendes Knallen von zerschossenen Reifen zerreißt die Stadt. Vati, das ist ja ein Krimi. Drei Männer. Hast du schon einen Titel? Hassen in verschiedenen Richtungen davon. Du, ich hätte einen. Hüte dich. Oder sieh dich vor. Hüte dich. Das ist großartig. Du Schlingel, das hast du ja von mir.